Fußball-EM-Finale. Die Stimmung im Kiewer Olympiastadion ist ausgelassen, die Menge tobt. Publikum alle. Unglaubliches ist passiert. Aufgrund mehrfacher Regelverstöße sind kurz vor dem Ende dieses Schicksalsspiels nur noch zwei Sportler auf dem Feld. Die bulgarische Nationaltorwärterin Aline Kohen und der deutsche Schlüpferstürmer Johannes Stankowski. Kohen, die Nummer 1 der bulgarischen Mannschaft, praktiziert im Tor wie üblich ihre berühmte Gorilla-Gymnastik, mit der sie sich auf den kommenden alles entscheidenden Elfmeter vorbereitet. Stankowski erscheint gewohnt gelassen, stellt seinen Prachtkörper zur Schau und verteilt Luftküsse an die Spielerfrauen, die mit hysterischem Geschrei antworten: Publikum, Frauen. Kohen wittert in Stankowskis egomanischen gerbalen Spielverzöger und ruft ihm hörbar genervt zu: So hier rein, ne? Du Erdmännchen mit Liebeskummer. Stankowskis. Kannst doch nix. Stankowskis Fans pfeifen Kohen aus, Publikum Frauen. Danach einer Blitzentscheidung der FIFA, nun jedoch Vuvuzelas wieder zugelassen sind, gehen die Pfiffe im Geheul afrikanischer Tröthörner der Kohen-Anhänger um unter Publikum Männer. Stankowski selbst lässt sich von Krach und Beschimpfungen nicht aus der Ruhe bringen und entgegnet der Verbalattacke mit einem Gegenangriff. Ich bin Mats Hummels. Was für ein Schlagabtausch. Die Fans beider Seiten sind außer sich und lassen umgehend eine Welle vom Stapel, die sich gewaschen hat. Vielleicht hier mal anfangen? Können wir das? Hey, nicht schlecht. Kohen versucht, Stankowski zu verunsichern, indem sie mit dem Finger auf ihn zeigt und die Augen dabei gefährlich klein zusammenkneift. Dem Publikum stockt der Atem. Stankowski reagiert mit einer Demütigung. Wie bitte? Ich dachte, ich sag jetzt was. Nö. Okay. Stankowski reagiert mit einer Demütigung der besonderen Art. Er äfft Kohen nach. Eine Meisterleistung. Die beiden gleichen sich nun wie ein Ei dem anderen. Wer wird zuerst aufgeben? Mehr fällt Kohen jedoch leider nicht ein, was die ganze Situation schon nach wenigen Sekunden ziemlich unangenehm werden lässt. Von den Rängen ist zunächst vereinzelt peinlich berührtes Hüsteln zu hören, das ansteckend zu sein scheint und schon nach kürzester Zeit in einem schieren Hustensturm endet. Publikum alle. Auch die Spieler auf dem Platz werden von diesem bronchialen Massenphänomen nicht verschont. Während Kohen unter vollem Körpereinsatz ein altes Hausmittel ihrer Großmutter zur Unterdrückung des Hustenreizes einsetzt und dabei die zugehörige Zauberformel murmelt. Ich? Du. Hast du heute Zahnseide benutzt? Ist Stankowski weniger erfolgreich, er fasst sich an die Brust und setzt zu einem donnerschlaggleichen Gebell an. Doch was ist das? Liebe Zuschauer, ist das zu fassen? Stankowski hat diesen Hustenreiz am Elfmeterpunkt nur angetäuscht und feuert stattdessen das Leder direkt in Richtung des bulgarischen Tors. Hat man sowas schon mal gesehen? Die Torhüterin Kohen, noch immer mit dem großmütterlichen Ritual beschäftigt, schafft es gerade noch, mit ihren Blicken die Flugbahn des herannahenden Balles zu kreuzen. Luft durch die Zähne. Oh, das sah schmerzhaft aus. Auch das Publikum quittiert diese Parade mit einem erschreckten Aufschrei. Kohen hält den Ball, aber wie, meine Damen und Herren, das sehen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Stankowski, der zunächst einen Hustenanfall antäuscht und dann, zack, den Ball mit seinem legendären Schmetterlingsfallrückzieher vom Elfmeterpunkt Richtung Tor befördert. Kohen noch mitten in ihre Rituale an, wendet den Kopf und hält mit dem Gesicht. Zugegeben, kein schöner Anblick, aber dennoch gehalten. Bulgarien ist Europameister! Die Zuschauer springen von den Sitzen und toben. Kohen wischt sich tapfer das Blut von der Nase. Doch, Kohen scheint nicht die Einzige zu sein, die es erwischt hat. Stankowski stürmt mit dem Ausfallschritt eines verliebten Huhns auf die Torhüterin zu und versucht, mit einem schmachtend vorgetragenen Flirtmanöver das Herz der Angebeteten zu gewinnen. Johannes, jetzt kommt das Flirtmanöver als Aufgabe hier, dein Flirtmanöver. Oh, das gibt ja nur noch ein ganz gemeines Wort dafür. Ich empfinde Bringschuld. Mit Erfolg, gemeinsam feiern die nun gebührend den Sieg, gefeiert von bulgarischen und deutschen Fans, die sich unter rauschendem Beifall in den Armen legen. Wir sind die Champions. Alle.